Hallihallo, ihr Lieben. Ich bin Patricia. Meine Mission ist es, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Blutzuckerfreundliche Snacks to go ist heute das Thema. Angelehnt einfach an, weil es praktisch ist für mich, weil ich morgen tatsächlich fliege und nach Hause fliege und mir auch schon gedacht habe, was könnte ich mir denn irgendwie so mitnehmen? Weil das Essen, was du im Flieger kriegst, ist ja oft wirklich einfach nur Katastrophe. Das kannst du eigentlich gleich in die Tonne hauen teilweise. Ja, es kommt natürlich darauf an. Wenn du Business Class fliegst, sieht das dann alles ein bisschen anders aus. Manchmal hat man noch so Teilkomponenten beim Essen, beim Fliegen. Man sagt, okay, das kann man jetzt vielleicht irgendwie noch essen. Ob es wahnsinnig viel Nährstoffe hat, ich wage es zu bezweifeln. Also was sind denn grundsätzlich blutzuckerfreundliche Snacks, die du dir für unterwegs mitnehmen kannst, wenn du reist, wenn du in die Arbeit gehst, was auch immer. Wenn du Vorschläge hast, sehr gerne auch hier mit rein. Ich gebe dir einfach mal eine Übersicht von meinen besten Snacks to go, die blutzuckerfreundlich sind. Ja, das widerspricht sich so ein bisschen, weil ich sage immer, bei einer blutzuckerkonformen Ernährung solltest du eigentlich nicht snacken. Ja, und dabei bleibe ich natürlich. Ziel wäre natürlich, dass wir nicht snacken müssen. Aber wenn du wie ich einfach so eine lange Reise zum Beispiel morgen vor dir hast, wo du weißt, irgendwie zwischendrin solltest du vielleicht dann doch mal was essen, aber du auch weißt, das Essen, was du dir wahrscheinlich irgendwo kaufen kannst, das möchtest du gar nicht haben, dann musst du dann natürlich erfinderisch werden und dann kann es auch, dann sollte es auch mitnehmfreundlich sein. Also, dass du es einfach nur irgendwie einpacken kannst, auspacken kannst und sofort essen kannst. Ja. Und warum sollte man nicht snacken, wenn man den Blutzucker stabil halten möchte? Ja, das nur kurz erklärt, warum ist es überhaupt wichtig, den Blutzucker stabil zu halten. Ich hole mal alle die ab, die vielleicht noch nie bei mir in einem Live waren, die noch niemals von blutzuckerkonformer Ernährung gehört haben, die noch nie was von Insulinresistenz gehört haben, die auch gar nicht wissen, dass das vielleicht der Grund ist, warum sie nicht abnehmen können und dass das der Grund ist, warum sie einfach auch bis jetzt noch nicht abgenommen haben, warum sie ständig müde sind, warum sie immer Heißhunger haben. Ja, also willkommen hier auf meinem Kanal. Bei mir geht es genau um dieses Thema. Insulinresistenz hat nämlich tatsächlich jeder Zweite, die meisten einfach ohne, dass sie es überhaupt wissen. Ja, das ist einfach problematisch, weil die Ärzte immer nur den nüchternen Blutzucker checken, der ist lange noch im grünen Bereich, weil die Aufgabe des Insulins ist eben, den nüchternen Blutzucker in die Zelle zu transportieren und somit aus dem Blut wegzupacken, sag ich mal. Ja. Und deswegen ist der Blutzucker lange noch im grünen Bereich, sprich lange noch in Werten, wo man sagt, wo der Arzt dann auch sagt, nee, alles gut, sie sind ja total gesund, ich weiß auch nicht, warum es ihnen so kacke geht und warum sie nicht abnehmen können und keine Ahnung was, ja. Wichtig wäre aber ganz, 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 ganz wichtig, also wahrscheinlich das Wichtigste in diesem Live, was du hier noch mitnimmst, nachher neben den praktischen Tipps, dass du auch Insulin messen musst. Insulin, nüchtern Insulin im Serum, das braucht es unbedingt, um zu wissen, ob du eine Insulinresistenz hast, denn die Insulinresistenz geht dem Typ 2 Diabetes schon Jahre bzw. Jahrzehnte tatsächlich voraus. Das heißt, in dem Moment, in dem du deine Diagnose Typ 2 Diabetes bekommst, warst du wahrscheinlich schon 5 Jahre, 10 Jahre, vielleicht sogar schon 15 Jahre insulinresistent. Ja, du hast es einfach nur nicht gewusst. Das heißt, Insulinresistenz bedeutet nichts anderes, als du hast zu viel Insulin im Blut und deswegen musst du eben auch messen, ist dein Insulinlevel zu hoch oder ist es okay. Klassisch wird dafür immer der HOMA-Index verwendet, HOMA. Das ist eben ja, ein Quotient aus nüchternem Blutzucker und nüchternem Insulin. Und damit wird dann eben, da wird der Quotient gebildet durch mal einen Wert X genommen und dann hast du dann eine Zahl, die da rauskommt. Ja, alles, was über 2 ist, ja, ist eindeutig eine Insulinresistenz, alles drunter, sieht schon mal auf den ersten Blick gut aus. Heißt natürlich nicht, dass du vielleicht nicht doch irgendwie ein Thema hast damit, ja. Aber das ist schon mal so der erste Test, den man machen kann, um herauszufinden, hey, bin ich denn davon überhaupt betroffen? Und nochmal, jeder Zweite da draußen hat es tatsächlich, ohne dass du es vielleicht überhaupt weißt, ja. Welche Symptome sind damit involviert? Naja, ich habe schon gesagt, ständig Heißhunger, ständig müde sein, nicht länger auch ohne Essen auszukommen. Ja? Also wenn du 4, 5, 6, 7 Stunden nicht ohne Essen auskommst, weil du dann entweder schlecht drauf bist und eine Belastung für deine Mitmenschen bist, Stimmungsschwankungen bekommst und, oder es dir vielleicht sogar noch schlechter geht, im Sinne von dein Kreislauf geht in den Keller, dir wird vielleicht sogar schlecht oder schwindelig, ja, und du hast wirklich das Gefühl, ich falle jetzt gleich in Ohnmacht, wenn ich nichts esse. Ja, und dann wird irgendwie ein Schokoriegel reingeschoben, eine Apfelschorle getrunken, noch schnell eine Banane gegessen, weil man das Gefühl hat, ich brauche Energie. Ja, das ist einfach ein ganz klares Zeichen, dass du eine Insulinresistenz hast. Wenn du Bauchfett hast, wenn du Bluthochdruck hast, wenn du vielleicht so kleine Fibrome am Hals entwickelst, so kleine Hautanhängsel, ja, oder meinetwegen auch größere so Art Hautwarzen, manche kriegen die sogar an den Augen oder an anderen Stellen des Körpers, dunkle Flecken auf der Haut, das können auch einfach Indizien sein für eine Insulinresistenz. Ja, dann würde ich es definitiv mal messen lassen, vor allem eben, wenn du Bauchfett hast. Bauchfett ist nichts anderes als ein entzündetes Organ. Und dann ist es eben wichtig, zu schauen, dass du dein Insulinlevel niedrig halten kannst, ja, damit die Insulinresistenz weniger wird, dass die Insulinresistenz weggeht.
Das schaffst du, indem Insulin wieder niedriger werden darf. Ja? Also das Insulinlevel im Blut müssen wir reduzieren. Das ist das oberste Ziel bei Insulinresistenz. Wie schaffst du das? Indem du parallel auch, ja, ausschlaggebend dafür, deinen Blutzucker stabil hältst. Denn jedes Mal, wenn der Blutzucker steigt, also wenn Zucker ausgeschüttet, wenn quasi Zucker ins Blut kommt, hallo Stefan, dann ist es so, dass parallel auch natürlich das Insulinlevel steigt. Ja? Weil das Insulin hat ja die Aufgabe, den Zucker in die Zelle zu bringen. Das heißt, wenn dein Blutzucker steigt, steigt auch parallel ein bisschen zeitverzögert dein Insulinlevel. Und deswegen kannst du wirklich maßgeblich mit deiner Ernährung steuern, wie stabil dein Blutzucker ist, schrägstrich, wie stabil dein Insulinlevel ist. Und das ist eben das oberste Ziel bei Insulinresistenz. Und deswegen rede ich die ganze Zeit über eine blutzuckerkonforme Ernährung. Was du machen kannst, ist, dein Blutzucker eben nicht die ganze Zeit Achterbahn fährt. Dass er nicht nach oben schießt, wieder nach unten schießt, nach oben schießt, nach unten schießt. Ja, das nenne ich Blutzuckerachterbahn. Und das kann dich auf Dauer krank machen. Denn kurzfristig hast du dann die Symptome, die ich gerade aufgezählt habe. Übrigens, da gehört auch eine schlechte Haut, Kopfschmerzen, teilweise Gelenkschmerzen mit dazu. Langfristig gesehen ist es aber noch blöder, sag ich mal, ja, weil die Insulinresistenz, darauf folgt der Typ 2 Diabetes irgendwann, ja, wenn Insulin den Zucker nicht mehr in Schach halten kann, Blutzucker über 100 geht, reden wir von Prädiabetes, Blutzucker über 125 geht, reden wir von Diabetes Typ 2. Was noch? Arteriosklerose, Herz-Kreislauf-Beschwerden, eine Fettleber auf dem Weg, metabolisches Syndrom, da können wir sowieso einen Haken dran machen, ja. Das heißt, Fettstoffwechsel nicht existent, ja, eine krasse Fettstoffwechselstörung, all diese Dinge, wo man dann langsam im Alter halt Medikamente nehmen sollte, ja, damit man noch einigermaßen am Leben gut teilnehmen kann und nicht gleich abkratzt, denkt man ja, ist ja normal. Ja, ab 40, ab 50, ab 60 spätestens gehen die Wehwehchen los, dann nehme ich halt ein paar Tabletten und dann kann ich weiterleben. Ja, aber dass man einfach auch das schon im Prinzip vorsorglich lösen kann, indem man sich um seinen Lebensstil kümmert. Viele Ärzte geben dir das nicht wirklich so mit oder nur durch die Blume mit, aber geben dir halt nicht klare Anweisungen in die Hand, was kann ich denn jetzt machen, ja. Und so eine blutzuckerfreundliche Ernährung ist zum Beispiel eine Sache, ja. Und das heißt nicht, dass du dich jetzt ketogen ernähren musst, dass du keine Kohlenhydrate mehr essen darfst, dass du absolut gar keinen Zucker mehr essen darfst, ja. Wäre natürlich sinnvoll, auf Zucker zu verzichten, bin ich absoluter Freund und Fan, auch auf Gluten zu verzichten. Kannst du deinem Körper echt einiges an Problemen ersparen, aber du musst auch nicht komplett darauf verzichten, sondern einfach nur auch lernen, diese Dinge klug einzusetzen. Ja? Indem du einfach so isst, dass der Blutzucker eben keine Achterbahn fährt, heißt eben auf Zucker oder verarbeitete Kohlenhydrate dann einfach nicht nüchtern auf nüchtern Magen, ja, sondern mit Fett und Eiweiß kombinieren, ans Ende der Mahlzeit setzen als Dessert. Wenn du immer startest bei jeder Mahlzeit mit Ballaststoffen, Grünzeug, grünem Gemüse, dann gesunde Fette, dann Eiweiß und das allerletzte ist die Kohlenhydrate und gegebenenfalls, wenn du was Zuckerhaltiges isst, übrigens auch Obst ans Ende der Mahlzeit als Dessert. Punkt, ja. Also gleich anhängen, das Obst als Ende der Mahlzeit, ans Ende der Mahlzeit als Dessert und nicht irgendwie einen Apfel auf nüchtern Magen, eine Banane auf nüchtern Magen. Keine gute Idee, da schießt der Blutzucker schon relativ stark hoch. Ja? Das heißt, wir wollen einfach nicht die Achterbahn, sondern wir wollen schöne Wellen haben, ja, wenn wir was essen. Und es ist nicht so, dass der Blutzucker die ganze Zeit eine Linie sein muss. Absolut nicht, ja. Aber er sollte auch keine Achterbahn sein. Er sollte sich irgendwo in der Mitte einpendeln und das ist völlig okay, wenn du normal isst, bin hier gerade meinen Ständer auf Instagram gekommen und das Ding hat es so gewackelt. Das heißt, wenn du 30 bis 40 Milligramm pro Deziliter Blutzuckeranstieg hast für eine Mahlzeit, das ist vollkommen normal, das ist im normalen Bereich und das darf auch so sein, ja. Das heißt, du musst dich nicht unbedingt ketogen ernähren, nur halt einfach lernen, wie du gegebenenfalls Zucker und Kohlenhydrate klug einsetzt. Das ist schon mal so jetzt die Einführung zu einer blutzuckerkonformen Ernährung, wie du es schaffen kannst, deine Insulinresistenz umzukehren und folglich dann auch endlich gesund abzunehmen, weil erst wenn Insulin niedrig ist, ja, wenn du ein niedriges Insulinlevel hast, dann kann auch der Fettstoffwechsel beginnen und dann klappt es auch besser mit dem Abnehmen. Ich habe Kundinnen, die machen monatelang, setzen die alle meine Tipps um in meiner Guideline, 5 Elemente gegen Insulinresistenz, da geht es um Ernährung, Bewegung, Schlaf, Nährstoffe, Stressregulierung. Das sind 5 Elemente, das sind die 5 Elemente, um die du dich kümmerst, wenn du deine Insulinresistenz besiegen möchtest, wenn du dein Insulinlevel niedriger haben magst, wenn du es wirklich wieder gesund hast, wenn du metabolisch, stoffwechseltechnisch wieder gesund werden möchtest, dann kümmerst du dich um diese 5 Elemente. Kannst du übrigens auch, wenn du jetzt keine Kundin bist von mir, dann kriegst du es nämlich gratis dazu, diese Guideline, kannst du dir auch für sehr wenig Geld einfach holen, ne? Eine Zusammenfassung, was es braucht für diese 5 Elemente. Ja, findest du im Linktree im Profil, den Link dazu, 29,90, glaube ich, ist es, die Guideline,
dann hast du alles zusammengefasst. Ja, dann kannst du dir natürlich immer noch das eine oder andere live noch mehr anschauen zur deutlicheren Erklärung, ja, was noch genauso alles mit dahinter steckt. Aber du hast zumindest eine Übersicht, was diese fünf Elemente beinhalten und wie du sie umsetzt. Ja. Das heißt, du tappst halt nicht im Dunkeln, boah, wie kann ich jetzt essen, was ist wichtig bei Bewegung, was kann ich meinen Schlaf verbessern, welche Nährstoffe brauche ich, wie kann ich mein Stresslevel reduzieren. Ja, das lernst du alles in dieser Guideline. Ja. Das heißt, dann schaffst du es wirklich auch endlich gesund abzunehmen, weil du eben das Insulinlevel auch gegen Null bringen kannst, ja, beziehungsweise niedriger machen kannst. Ja. Die Insulinresistenz, die kannst du nämlich einfach auch wieder umkehren. Und übrigens auch einen Typ-2-Diabetes. Und jetzt eben, was kannst du nutzen? Es war jetzt eine längere Einführung, ja, aber es sind echt einige mit dem Live dabei und ich finde es super wichtig, dass wir auch alle abholen, die eben noch keine Ahnung haben von Blutzuckerernährung, die noch nicht wissen, was Insulinresistenz ist, die noch nicht wissen, dass es der Grund ist, warum du nicht abnehmen kannst, der Grund, warum es dir kacke geht, der Grund, warum du, keine Ahnung, schlecht schläfst und so weiter, dass du wenigstens schon mal eine Baustelle in deinem Leben, in deinem Körper identifiziert hast und dann arbeiten kannst. Und das Schöne ist, ja, vielleicht hast du noch ein Hashimoto, du hast Schilddrüse, andere Schilddrüsen-Thematiken, keine Ahnung, was du noch alles hast, eine Fettleber. Wenn du dich um diese fünf Elemente kümmerst, dann wird das alles Schritt für Schritt ein bisschen besser. Ja, das ist wirklich das Schöne, weil alles zusammenhängt im Körper. Das heißt, es gibt nicht die eine Ernährung bei Insulinresistenz, es gibt nicht die eine Ernährung bei Fettleber, es gibt nicht die eine Ernährung bei Rheuma, es gibt nicht die eine Ernährung bei, wenn du Arthrose hast oder so. Ja. Im Grunde kannst du sagen, eine blutzuckerfreundliche, antientzündliche Ernährung, hey, die hilft dir bei allem. Ja. Und jetzt eben ganz konkret, welche Snacks kannst du denn nutzen für eine blutzuckerfreundliche Ernährung? Irgendwer hat vorher schon Eier reingeschrieben. Mega. Also von mir 100 Punkte. Eier ist der beste Snack auf der ganzen Welt. Koch dir am besten immer ein paar Eier vor, dass du gekochte Eier im Kühlschrank hast. Vorsicht, ja, bei uns in Deutschland kann man ja auch diese, wie heißt denn, ja, diese Ostereier, jetzt war ja erst Ostern, die kann man ja auch kaufen, aber ganz oft sind es halt Eier von irgendwelchen Legebatterien. Also wenn du dir halt solche schon gefärbten Eier oder fertig gekochte Eier im Supermarkt kaufst, dann kauf welche auch aus Freilandhaltung, aus Bodenhaltung, aus so nachhaltig wie möglich, so biologisch wie möglich. Ja, das ist immer gar nicht so möglich. Also die lieber dann einfach deine Eier vom Bauern kaufen und die selber kochen, ist halt meine bevorzugte Variante. Koch die Eier, dass du die immer parat hast da ein. Ja, die kannst du so ein bisschen wachsweich kochen, die kannst du aber auch ganz hart kochen. Ja, wenn du unterwegs bist, dann vielleicht lieber wirklich hart, ja, dass du keine Sauerei machst. Das heißt, Eier ist der beste Snack Nummer 1. Da gibt es auch kein Lebensmittel, das besser ist als Snack. Grundsätzlich gibt es kein besseres Lebensmittel als Eier. Ja, wenn du mich fragen würdest, mit welchen drei Lebensmitteln, würdest du, wenn du nur noch zwei, drei Lebensmittel tatsächlich essen dürftest, welche wären das? Bei mir ganz oben stehen da die Eier. Die haben so viele Nährstoffe, die haben Cholin, die haben alle Aminosäuren mit drinnen. Die haben eigene Hühner. Daniela, ich komme zu dir, wo kann ich die abholen? Ja, ich liebe es, wenn jemand eigene Hühner hat. Meine Oma hat das ganz lange. Haben sie immer noch, aber nur noch so wenig, jetzt kriegen wir keine mehr. schmeckt auch viel anders. Ja, die sind auch irgendwie gelber, habe ich das Gefühl. Die schmecken richtig gut. Wir haben hier auch Eier von einem Büffelbauern tatsächlich, der die irgendwie, keine Ahnung, was da so besonders ist an den Eiern, aber die schmecken unfassbar gut. Mega. Ja, also selber Eier, Hühner haben, das Beste, was du machen kannst. Du willst halt auch deine Reste verwertet, ja, also deine Lebensmittelabfälle, die kann man immer den Hühnern geben, also finde ich spitze. Daniela, ich komme vorbei, ich hole mir ein paar Eier. Super gut. Genau, also Eier ist der Snack Nummer 1, ja. Was natürlich auch ganz viele ganz oft ganz gerne immer dabei haben, ja. Wunder, warum es noch nicht gefallen ist hier, ja, was nimmst du dir mit als Snack Nummer 1 für dich oder als guter Snack, der blutzuckerkonform ist, der gesund ist? Ist noch im grünen Bereich, wenn nach dem Essen Blutzucker bei ca. 140 hochkommt, je nachdem, was man isst. Und nochmal hochscrollen. Und circa nach 2 Stunden wieder runterfährt bei 100. So soll auch sein. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, hey, Hilda, ich sag einfach mal Hilda. Ich glaube, es stimmt nicht, aber Hilda finde ich gut. Ja, also das kann man durchaus verstehen. Mehr als 140 nach dem Essen sollte nicht unbedingt steigen und sollte 2, spätestens 4 Stunden nach dem Essen unbedingt wieder unter 100 sein. Ja, das wäre so unser Wunsch. Jetzt kommt es halt darauf an, ja, wenn dein Blutzucker bei 60, 70 war und auf 140 steigt, dann ist es schon ein bisschen hoch. Ja, wenn dein Blutzucker aber bei 80 war
oder bei 100 war und auf 140 steigt, dann ist es okay. Also wie ich vorher gesagt habe, ein Anstieg mit einer Mahlzeit von 30 bis 40 Milligramm pro Deziliter ist völlig okay. Es kommt halt immer darauf an, wo war dein Blutzucker vorher, ja? Und wo ist er dann nach dem Essen, ja? Dass da einfach die Steigung nach oben nicht so schnell und nicht so steil ist, ja? Sondern eher ein bisschen weniger. Das heißt, an sich sind das super Werte, genauso wollen wir es eigentlich haben, aber es kommt natürlich ein bisschen darauf an, wo ist der Ausgang. Ja, wenn du einen niedrigen Ausgang hast und der bis 140 steigt, ist es schon ein bisschen hoch. Aber hey, die meisten haben halt schon Blutzucker, so von nüchternem Blutzucker vielleicht, wenn sie länger nichts gegessen haben, vielleicht von 80, von 90, und da kann man das schon mal definitiv so stehen lassen. Ja. Wenn es recht viel steiler nach oben geht, auf 160, 180 oder über 200, das ist dann schon ein bisschen eher problematisch. Das wollen wir halt nicht ständig haben. Ja? Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Eis auf nüchtern Magen esse, passiert das bei mir auch. Ja? Mache ich halt aber nicht. Ja? Wenn ich einen Apfel auf nüchtern Magen esse, geht es auch bis 160, 170 hoch. Das mache ich halt auch nicht. Ja? Das heißt, Obst oder Zucker immer in Kombination mit Fett und Eiweiß. Das heißt, ich kann mir einen halben Apfel schneiden, in Joghurt machen, ja, griechischer Joghurt mit Leinsamen und Hanfsamen dazu, steigt der Blutzucker weniger stark an. Ja, das mache ich halt nicht am Morgen. Ja, am Morgen möchte ich eigentlich so gut wie keinen Blutzuckeranstieg haben. Möchte vielleicht noch weiter in Ketose bleiben, beziehungsweise nicht gleich am Morgen auf die Blutzuckerachterbahn aufsteigen. Genau, das heißt, wir können auch schon weitergehen mit den Snacks. Also, was natürlich schon auch gut ist zu mitnehmen, falls du, wenn du in die Arbeit gehst oder so, ja, und einen Kühlschrank hast, kannst du natürlich einen Joghurt dir herrichten. Ja. Griechischer Joghurt mit Leinsamen, Hanfsamen, Beeren, meinetwegen noch ein paar Nüsse. Ja, da sind wir beim nächsten Snack. Nüsse kannst du auch separat immer mit dabei haben. Ja. Nimm Nüsse, die gut sind für dich. Nimm Nüsse, die du auch gut verträgst. Ja, manche vertragen auch nicht alle Nusssorten. Also ich bin da im Moment so eher bei Pekannüssen, bei Walnüssen, solche Geschichten. Ja, Mandeln, wenn dann ohne Schale. Also die blanchierten Mandeln, die gehen bei mir auch gut. Alles andere, was halt eben diese Schale hat, wie eben bei den Mandeln, ist bei mir für den Darm jetzt nicht so gut. Cashewnüsse, auch im Moment gerade für meinen Darm nicht so der Hit. Die haben auch ein bisschen mehr Lektine, haben sowieso auch ein bisschen mehr Kohlenhydrate. Das wäre jetzt nicht das Problem bei mir, aber an sich sind das so die Macadamia-Nuss, die beste Nuss überhaupt. Ja? Von den Nährwerten her, die hat zwar super viel Kalorien, aber die hat auch richtig viele gute Fette. Mega. Daniela sagt, Käse, Gemüsesticks und Walnüsse habe ich immer dabei. Super. Ja? Käse habe ich gar nicht da stehen. Super. Käse ist auch ein cooler Snack. Klar, kann man immer gut auch mitnehmen. Gemüsesticks habe ich hier auch stehen. Super, kannst du dir so viele verschiedene Gemüsesorten schneiden. Du kannst einen Kohlrabi nehmen, du kannst Karotten nehmen, du kannst Gurken nehmen, du kannst Paprika nehmen, wenn du sie verträgst. Bei mir gerade auch, Paprika sind gerade auch tabu für mich. Ja? Was haben wir noch? Was kann man sich noch an Gemüse schneiden? Du kannst ja eigentlich fast alles schneiden. Du kannst einen Brokkoli roh essen, du kannst auch Zucchini, kann man Zucchini roh essen? Ich glaube ja, bestimmt. Ich mag es irgendwie nicht. Ich weiß, ich habe noch nie rohe Zucchini gegessen. Würde ich mir dann eher definitiv, kann man sich ja auch als Snack mitnehmen, so Antipasti-mäßig, ja, im Ofen machen und mitnehmen, kalt essen, super. Es hängt voll oft. Ja, ich weiß nicht, was da los ist auf TikTok. Verena, danke dir. Ich habe es schon gesehen, aber dann kam ich immer wieder zurück. Ich schaue mal kurz, machen wir mal TikTok. Vielleicht muss ich das WLAN wechseln. Ich bin aber eigentlich, wir haben hier nämlich zwei WLAN-Netzwerke. Lass mich kurz mal schauen. Ich bin im richtigen. Nee. Also ich bin auf jeden Fall im richtigen Netzwerk hier für mein WLAN. Sorry, Verena, das hängt auf TikTok. Ich bin halt hier mit drei Handys live. Parallel haben zwei Leute noch einen Call und eine Person arbeitet noch oben auf dem Dach. Das WLAN ist nicht so geil hier in Mexiko, leider. Obwohl es Starlink ist. Ja, das ist echt. Auf Instagram hängt es auch. Ja, das ist natürlich nicht toll, ist das. Aber ich sag's euch, Leute: letzter Tag hier live, dann bin ich wieder in Deutschland bei meinen Eltern. Ja, gutes deutsches WLAN. Wollen wir es mal nicht verschreien. Und dann bin ich auch wieder regelmäßig live. Ja, dann kann ich wieder 11 Uhr meine Live-Zeit machen oder vielleicht dann doch irgendwie eine andere Zeit. Wir wollen schauen, wie sich's einpendelt. Aber dann ist es wieder ein bisschen einfacher hier mit den Live. Mit Lives Hüttenkäse, Quark. Also Leute, ihr habt schon super coole Snacks. Rührei-Muffins, cooler Snack. Ja, Tina, voll. Die Evelyn hat hier neulich für uns Rührei-Muffins gemacht. Also Eier-Muffins, ja. Richtig gut. Habe ich noch nie gemacht. Super. Hey, das kann man auch. Das ist eine coole Idee, ja. Muss man halt immer schauen. Kohlrabi ist richtig lecker, sagte Stefan. Mag ich auch echt gerne. Warum keine Schale bei den Mandeln, fragt die Tina. Ganz einfach, weil diese Schale sehr viel von diesen Lektinen, also von diesem Fraßgift, was Pflanzen ja auch haben, zum Beispiel bei den Paprika ist das auch so, die haben davon auch recht viel. Und
ich zum Beispiel gerade auch ein Thema habe mit noch einem leichten Leaky Gut, ist schon besser geworden, aber ich halt alles weglasse, gerade was mein Darm so ein bisschen böse macht, sag ich mal. Ja, also das heißt, für mich gibt es halt auch gerade keine Hülsenfrüchte, für mich gibt es gerade eben keine Gemüsesorten, die mir da nicht so gut bekommen, wie Paprika, die ich weglasse. Bei Tomaten muss ich auch ein bisschen vorsichtig sein, nicht zu viele. Neulich hatte ich so eine Art Tomatensalat. Ah, ein bisschen Durchfall gehabt, ist nicht so gut, ja. Jeder, also heißt es nicht, dass jetzt ihr alle diese Lebensmittel sofort weglassen müsst. Bitte nicht, ja. Also vielleicht ist bei eurem Darm alles gut und ihr habt einfach da kein Thema. Aber ich habe halt gemerkt, dass überall, wo Lektine drin sind, wie eben auch in der Schale von den Mandeln, dass das verdaulich, sehr schwer verdaulich ist für meinen Körper, für meinen Darm und dass der da echt ganz schön viel arbeiten muss. Und da halt dann auch meine Verdauung nicht so gut funktioniert. Ja, und wenn du öfter Durchfall hast oder halt siehst in der Schüssel, was du gegessen hast, ja, machen wir es mal ganz abstrakt, soll eigentlich nicht so sein. Ja, das nur halt so als Hintergrund. Käse, Gemüsesticks, Walnüsse, genau, irgendwas war noch. Was sollte man morgens frühstücken, damit der Blutzucker nicht so arg ansteigt? Barry Ost. Grundsätzlich empfehle ich da immer ein Frühstück. Nur mit gesunden Fetten, ohne Kohlenhydrat. Also mit gesunden Fetten und Eiweiß, nur mit. Also ich lese jetzt mal nicht parallel, wenn ich spreche, also, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ja, alter Schwede. Danke, Dieter, für das Herz auf den Kopf. Also, ich empfehle ein Frühstück ohne Kohlenhydrate, nur mit gesunden Fetten und Eiweiß. Ja, was kann das zum Beispiel sein? Ein Quark, also ein Quark oder eher noch ein griechischer Joghurt, wäre besser. Griechischer Joghurt mit Leinsamen, Hanfsamen, Beeren zum Beispiel, wie ich vorher gesagt habe. Wieder Eier, jegliche Art von Eier, gekochte Eier, Rühreier, Spiegeleier, Omelette, was auch immer du dir machen magst. Übrigens kann man ja auch Rühreier mitnehmen. Ja, wer das dann kalt essen mag, ich finde es jetzt nicht so geil. Ich würde mir dann lieber Eier kochen und die so mitnehmen. Aber ich habe auch eine Kollegin, die nimmt sich mal Rühreier mit. Kann man auch machen. Genau, mit einer Avocado dazu, meinetwegen, wenn du magst, ein kleines Stück Lachs oder so. Was auch immer, Gemüse wieder dazu essen, Champignons dazu machen, Gurke dazu essen, finde ich total gut. Oder auch meinetwegen hochwertiger Proteinshake, ja, der nur mit Stevia oder Erythrit gesüßt ist, der vielleicht auch noch MCT enthält. Das wären halt gute Kohlenhydratquellen. Genau, grüne Paprika, unreife Paprika, genau, die hätte halt am wenigsten Kohlenhydrate. Bei mir geht leider gar keine Paprika. Ich lasse sie einfach weg. Super schade, weil ich liebe Paprika. Ich schaue gerade nach, was ihr noch kommentiert habt, was ihr noch für Vorschläge habt. Avocado, gekochtes Ei und mit Senf, Pfeffer, Salz würzen. Geil. Okay. Also Leute, ich kriege hier Hunger mit euch. Das ist keine gute Idee, dieses live zu machen. Avocado ist natürlich auch toll. Finde ich halt zum Mitnehmen schwer. Also die wird halt bei mir immer braun. Wenn ihr eine Möglichkeit habt, wie man Avocado gut mitnehmen kann, gerne, gerne Tipps. Müsste man halt Limette oder Zitrone drüber träufeln, ja, dass es nicht braun wird. Super. Oder man kann sich ja auch so einen Aufstrich machen mit Avocado und Ei, das schon alles vermischen, dass man so eine Pampe hat, dass es wie so ein Dip ist zum Gemüse zum Beispiel. Und das fände ich eigentlich auch ganz cool, wie so eine eigene Guacamole. Ja, das sind halt super coole Tipps, Tricks, Snacks zum Mitnehmen. Ja, und Nüsse kannst du halt auch mitnehmen, genau. Jegliche Art von Nüsse. Was habe ich mir noch notiert, was ich immer so habe? Also wir haben die Eier gesagt, Gemüsesticks. Ja, ich meine, wenn du dir einen Joghurt mitnehmen kannst, den herrichten kannst, weil du ihn irgendwo kühlen kannst oder vielleicht im Winter unterwegs bist in Deutschland, wenn es nicht so warm ist, dass er keinen Kühlschrank braucht, dann könntest du zum Beispiel auch einen Salat herrichten. Ja? Einen Salat nur mit Antipasti-Gemüse, das du vorher im Ofen gemacht hast, oder ansonsten eben einen frischen Salat schnippeln. Klar, der ist dann nie so frisch, wenn er ein paar Stunden steht und die Nährstoffe, wenn der Salat geschnitten ist, die gehen auch ein bisschen flöten. Anders beim Brokkoli, da wollen wir, dass sie sich entfalten, das Sulfur erfahren, dass es wirklich zur Wirkung kommt. Aber besser halt, wie wenn du dir irgendwo ein Brötchen beim Bäcker kaufst. Ja, einen Salat, den du mitnehmen kannst, Dressing vielleicht extra oder so. Es gibt ja auch schon diese Dosen, wo du so ein kleines Ding in der Dose hast fürs Dressing, gibt es ja alles schon. Und dann kannst du dir einen Salat mitnehmen, du kannst einen Joghurt mitnehmen, du kannst eben Gemüsesticks mitnehmen, Eier mitnehmen. Und auch im Supermarkt, wenn du dir mal nichts vorbereiten kannst von zu Hause, Vorbereitung ist ja alles. Vorkochen ist alles, Snacks immer parat haben, Brot backen. Du kannst dir zum Beispiel auch ein guter Snack zum Mitnehmen, wäre auch zum Beispiel, wenn ich fliegen würde oder so, kann ich mir auch ein Brot backen und ein belegtes Brot mitnehmen. Ja? Mit Käse, mit Gemüse, mit Salat, mit keine Ahnung, was auch immer. Wie ich mein Brot belegen möchte, ja, nur mit Frischkäse und Gurke und Salz und Pfeffer oder mit Eier oder wie auch immer, dass ich mir einfach selber ein Brot backe ohne Mehl. Ja, das ist auch ein guter Snack.
Das heißt, eigentlich haben wir echt viele Möglichkeiten. Man muss sich natürlich vorbereiten, man muss ein bisschen vordenken, man muss vielleicht vorher auch schon einkaufen. Wenn man unterwegs ist und dann aber nur einen Supermarkt hat oder so, dann kann man aber auch Eier kaufen. Man kann auch Gemüse kaufen. Man kann wirklich einiges auch schon abgepackt. Dann kann man auch mal so ein bisschen Lachs kaufen oder meinetwegen auch mal so, keine Ahnung, ein Stück Schinken essen oder so, ja. Das heißt, mit Mozzarella-Kugeln aus dem Supermarkt zum Beispiel, super, ja, voll gut, genau. Die kann man einfach auch aufreißen, kann man sofort snacken. Also super, 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 super. Genau, Brot backen ist auch eine coole Sache. Ja, bei mir hilft es leider nichts. Ich kriege einfach wirklich Durchfall davon, ja, schade. Aber macht nichts, jeder Körper ist anders, jeder Körper ist anders, gell? Gut. Ja, mit dem, was man natürlich auch, ein letzter Punkt, den ich noch jetzt habe auf meiner Liste, du kannst dir auch süß was vorbacken. Ja, nicht nur Brot, sondern du kannst zum Beispiel Muffins machen. Vorher, was die Tina gesagt hat, Muffins oder Brownies. Tina mit den Eiermuffins, die kannst du natürlich auch süß machen. Ja, mit Mandelmehl was machen. Einfach so ein süßes Teilchen dir irgendwie vorbacken, sozusagen. Was du dir dann mitnehmen kannst. Auf Reisen oder als Snack. Genau. Und werde ich mir morgen auf jeden Fall auch, ich habe mir schon ein Glas hergerichtet mit Nüsse, die ich abgefüllt habe. Ich werde morgen vielleicht auf jeden Fall Nüsse mitnehmen. Vielleicht koche ich mir noch ein, zwei Eier, nehme die dann noch mit. Und dann bin ich gut versorgt, ja. Weil oft ist es ja so, auch am Flughafen, das Essen, was es halt gibt, bin ich halt tatsächlich, also ich finde mir da selten was. Ich kaufe mir vielleicht mal einen Salat, dann ist aber auch das Dressing meistens mit Zucker. Dann kann ich halt einfach nur fragen nach Essig und Apfelessig und Olivenöl. Ja, aber ansonsten kannst du halt echt nicht so viel kaufen am Flughafen tatsächlich. Außer da gibt es einen Supermarkt und du kannst halt die Sachen kaufen, die wir gerade besprochen haben. Eine gute Kühltasche ist im Sommer auch immer fast unbezahlbar. Auf jeden Fall, Stefan, vor allem wenn du an den See gehst oder so, voll definitiv. Weil am See, am Imbissstand am See, kannst du auch nichts essen, ja. Genau, Mandeln mit 90% Schokolade. Oh, geil, oh, ich sag's euch, Leute, ich hab schon voll Hunger. Oh mein Gott. Brotrezept. Ja, habe ich tatsächlich im Linktree, das ist Blödsinn, im Story-Highlight-Rezepte. Story-Highlights sind die runden Kreise in meinem Profil. Ich habe auch eins für Rezepte. Dort habe ich sogar zwei Brotrezepte. Eins ein bisschen aufwendiger, geht aber trotzdem schnell. Finde ich auch super lecker. Vor allem das Brot hält sich auch echt lange, bleibt lange frisch. Und das zweite sind irgendwie nur drei, vier Zutaten. Also das ist echt easy peasy gemacht. Buchweizen hat zu viel Zucker, ja. Also das ist halt auch was Buchweizenbrot, bin ich halt auch raus, weil es schon einen sehr hohen Kohlenhydratgehalt hat. Und ich glaube, vertragen würde ich es gerade auch im Moment eher ungut, ja. Also Dinge wie Quinoa oder so. Hatte ich neulich, war wo dabei. Kommt wieder so raus, wie ich es gegessen habe. Heißt, es ist einfach nicht verdaut. Keine gute Sache. Keine gute Sache für mich. Aber gut, jetzt wollen wir euch mal nicht mit meinen Darmproblemen hier belästigen, ja. Aber ist doch auch schön zu sehen, dass ich auch Probleme habe, oder? Ja, dass es auch nicht immer alles so rosig läuft und dass man immer halt schauen muss, was ist gerade Sache. Ich esse morgens Avocado, Chicorée mit Radicchio. Ab und zu Karotten ist leider mit Kohlenhydraten, Eier, verschiedene, ja. Also ist halt die Frage, klar, wenn du gar keine Kohlenhydrate essen magst, am Anfang auch von der ketogenen Ernährung stehst, dann kann natürlich zu viel Karotten dich aus der Ketose schmeißen, ganz klar. Verschiedene Samen, Nüsse, Dressing aus Apfelessig mit MCT-Öl und Gewürze. Super. Ich sag's euch, ich krieg Hunger hier. Ich breche jetzt das Live ab und mache was zu essen. Das ist doch ein tolles Ende hier. Ja, cool. Also ich hoffe, die Tipps und Tricks und Snacks waren ganz hilfreich für euch. Vielleicht hat der eine oder andere noch was mitgenommen, was er jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatte. Übrigens auch zum Thema Vorbereitung immer genial Ofengemüse. Ich mache mir dann oft zu Hause, wenn ich dann wieder bei meinen Eltern bin, werde ich das auch wieder machen. Einfach ein ganzes fettes Blech voller buntem Gemüse. Und das packe ich im Ofen und dann habe ich das halt einfach 3, 4 Tage kann ich davon essen. Kann es dann wieder warm machen, ich kann es kalt in Salat reinmachen, ich kann es einfach so snacken, ich kann es zum Ei dazu essen, wenn ich mir Rührei mache. Es ist halt echt richtig, richtig cool. Chicorée mit selbstgemachtem Kräuterjoghurt. Ja, Chicorée ist natürlich auch cool, weil Bitterstoffe mag deine Leber immer gerne. Ja, Rucola, all diese Dinge, die Bitterstoffe haben, sind dann natürlich eine coole Sache. So, ihr Lieben.
Danke, dass ihr live mit dabei wart. Danke für eure Tipps und Tricks, die ihr auch mit uns geteilt habt, für eure Lieblingssnacks für unterwegs. Ich hoffe, das war jetzt ganz hilfreich für euch und schicke euch ganz viele Herzen. Danke für eure Herzen. Ganz viel Sonne aus Mexiko. Jetzt habe ich sie noch, die Sonne. Morgen fliege ich dann eben nach Mexico City, bin dort einen Tag und dann geht es für mich wieder zurück nach München, zurück zu meinen Eltern und dann sind wir wieder auf gleicher Zeitzone in Deutschland. Dankeschön, Tina. Und dann geht es weiter mit den Lives. Ich denke mal, ich werde wieder zu meiner Zeit 11 Uhr zurückgehen. Ich fand das ganz cool. Aber werden wir mal sehen, sag euch dann auf jeden Fall noch Bescheid. In diesem Sinne, vielen Dank. Gerne auch, wenn du jetzt jemanden hast, eben gerade das Thema Insulinresistenz, Blutzucker, wenn das auch für dich neu war und dir das gar nicht bewusst war, dass du das vielleicht hast und dass eigentlich jeder, der Bauchfett hat, das hat, dass jeder Zweite das hat, die meisten, ohne dass sie es wissen. Verlinke auch die Leute drunter oder teile das live in der Story. So kannst du nicht nur den Menschen helfen, ja, den Menschen helfen, gesünder zu werden, den Menschen helfen, endlich abzunehmen, sondern du kannst auch mir helfen, bei meiner Mission, unserer Welt zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz einfach zu besiegen, ja. Und dass jeder wirklich versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Danke, ihr Lieben, für die guten Flugwünsche. Das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Und ich schicke euch ganz viel Herzen. Es kommen keine mehr. Ich weiß nicht, was ich machen muss, dass da Herzen kommen. Egal. Auf TikTok kommen Herzen. Das reicht schon. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wir sehen uns spätestens, ich denke mal, Donnerstag komme ich ja an. Donnerstagabend erst. Das heißt, vielleicht, wenn ich keinen zu schlimmen Chatlag habe, sehen wir uns am Freitag im Live. Genau. Mein Pelzmantel nicht vergessen. Ja, Stefan. Meine Mama hat gesagt, sie nimmt mir meine Winterjacke mit an den Flughafen. Ich werde nämlich abgeholt von meinen Eltern. Ja, total cool. Ciao, ciao. Macht es gut, ihr Lieben. Und tschüss.